für mich wichtig sind meine Wurzeln, da wo ich herkomme, das ist meine Heimat. Im Immobilienbereich ist mir immer wichtig gewesen, seine Eigenheime für Familien auch mit begrenztem Budget im Stadtgebiet München anzubieten. Denn Ihr neues Zuhause wird auch Ihre neue Heimat. Der Erfolg und viele zufriedene Eigenheimer bei zum Beispiel Haus-in-Haus-Projekten bzw. Quattrohäusern haben mir recht gegeben. Die Erfahrungen, die ich in der Landwirtschaft und im Immobilienbereich gesammelt habe, das nachhaltige Wirtschaften mit der Natur, die Bedürfnisse der Menschen in vielen Gesprächen waren und sind mir immens wichtig und geben mir für meine Arbeit im Bayerischen Landtag wertvolle Impulse. Und in meinen über 30 Jahren in der Kommunalpolitik habe ich oft mitbekommen, wo es zwickt, wo Gesetze und Verordnungen praxisfern und alles andere als bürgerfreundlich sind. Ja, wir interessieren uns im Wesentlichen, wie sich Städte, Stadtregionen entwickeln, wie sie sich verändern über die Zeit. Natürlich vor allem auch aus der Perspektive von Unternehmen, wo sie sich ansiedeln, was für Grundlagen sie brauchen. Und wenn man sich für Unternehmen interessiert, die im Großraum München angesiedelt sind oder in ganz Bayern oder in ganz Deutschland, muss man ja notgedrungen dann auch über das Personal sprechen, weil Unternehmen gibt es nur, wenn qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da sind. Und dann sind wir sofort auch bei der Frage der Ansiedlung auch von Haushalten. Und dann stellt sich eben für uns immer das Thema des Wohnens, des Arbeitens und der dazugehörenden Mobilität. Das sind eigentlich die Themen im Kern und vor allem, wie entwickelt sich das über die Zeit? Also wie war es in der Vergangenheit, aber vor allem auch, was lernen wir daraus für die Zukunft? Wie sieht für Sie die Stadt der Zukunft aus? Ja gut, ich frage mal zurück, was meinen Sie mit Zukunft, Frau Schneider? 20 Jahre. Ja, 20 Jahre. Im Wesentlichen sieht die Stadt in 20 Jahren so aus wie heute. Und das mag jetzt enttäuschend klingen, weil natürlich die gebaute Umwelt ja total dominant ist. Ja? Also die Häuser, die Organisation der Straßen, des Straßenrasters, die wesentlichen technischen Einrichtungen, die sind eigentlich alle da. Und das ist das, was ja Friedel vorher auch ein bisschen angesprochen hat. Diese Stabilität der Struktur gibt Vertrauen, gibt Orientierung, gibt Identifikation, sei das jetzt wirklich in sehr peripheren Räumen, wo es natürlich dann weniger gebaute Umwelt ist, aber vor allem auch in der Stadt. Und deswegen ist es eben auch sehr viel schwieriger, jetzt über die Transformation der Stadt nachzudenken, weil wir ja nicht einfach riesige Stücke rausreißen können, wie das vielleicht in den 1950er, 1960er, 70er Jahren noch mit Stadtsanierungen der Fall war, sondern wir müssen eigentlich mit dem Bestand umgehen. Und zweitens ist der Bestand ja selber auch nochmal zu einem Kapital geworden. Also da ist eben Baustoffe, da ist Beton, da ist ja geronnene Idee da drin und mit dem muss man auch sehr sorgfältig umgehen. Und die Schwierigkeit ist eigentlich, in diese gebaute Umwelt neue Verhaltensformen reinzubringen. Diese Verhaltensformen werden wesentlich auch bestimmt durch die digitale Transformation. Wenn Sie gerade an das Thema natürlich auch von Herrn Rosenbusch denken, Mobility as a Service, wie das so schön heißt, also das ist eigentlich die Zukunft, dass ich einfach auf meine App gucke und von A nach B möchte und dann wird mir angeboten, was im Moment gerade die geeignetsten Transportmittel sind. Ich buche das, ich zahle einmal und dann funktioniert das. Natürlich plus minus. Und diese Technologien, die verbinden den Raum ganz neu. Und da muss man gucken, wie man jetzt zum Beispiel auch den ganzen Straßenraum neu organisiert, also neu aufteilt, um all diese verschiedenen Verkehrsbedürfnisse und die Verkehrsträger so zusammenzubringen, dass sie eben diese Leistung erbringen und nicht nur das dominante Automobil im Vordergrund sehen. Also so wird die Stadt in Zukunft zu einem wesentlichen Teil funktionieren. Man kann natürlich dann über die Freiräume sprechen. Haben wir genügend kleine Parks, um uns bei der nächsten Pandemie wieder rasch zu erholen draußen? Wie ist es mit der Wohnungsversorgung und so weiter? Aber ich glaube, das sind ja die Themen, auf die wir noch zu sprechen kommen.